Hallo, lieber Justins Wetter zu diesem Wetter-Update. Ja, wir schauen uns in diesem Video jetzt nochmal das Schneetief an und wir starten auch direkt mal rein mit diesem Video. Und wir schauen uns jetzt mal als allererstes das EZWF-Modell an für diesen Schnee, der da kommen soll. Und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut, dass dann doch Schneefälle in die Südhälfte reinziehen sollen. Und vielleicht hört man es jetzt hier, ich bin noch ein bisschen erkältet, also nur mal sorry dafür. Und dann kommen da, wie gesagt, kräftige Schneefälle auf. Das berechnet nicht nur das EZWF-Modell so, sondern auch das GFS-Modell so. Da würden dann Schneefälle in die Südhälfte reinziehen. Die Schneefälle könnten auch mal ja etwas kräftiger ausfallen. Und dann zieht das Ganze weiter doch Richtung Bayern. In Baden-Württemberg gibt es wohl die höchsten Schneemengen. Und auch in den Alpen kommt dann doch einiges an Schnee vom Himmel. Und alle anderen Modelle sehen dann, wie hier zum Beispiel das Apersche-Modell, auch diese kräftigen Schneefälle im Süden. Das sind dann jetzt die Schneehöhen oder Schneemengen, die da zusammenkommen sollen bis morgen. Und da sehen wir dann doch in den Alpen und in der Südhälfte Baden-Württembergs sehr, sehr viel Schnee. Und da kommt dann doch teilweise bis Stuttgart an die 5 bis 10 Zentimeter Schnee runter. Und das kann dann doch teilweise wirklich sehr, sehr. Und auch das EZWF-Modell mit diesen sehr, sehr markanten Schneehöhen, die da runterkommen sollen. Ebenfalls auch das IGM-Modell mit diesen wirklich sehr, sehr hohen Schneemengen, die denn da runterkommen sollen. Und auch in der Südhälfte von Baden-Württembergs weiterhin dann doch am Ende auch das Apersche-Modell mit diesen benannten Schneehöhen. Das ist die Warnkarte, die ja ich jetzt hier rausgesucht habe für den oder zusammengestellt habe für den heutigen Abend. Und da sehen wir dann doch diesen Bereich, den ich hier eingezeichnet habe, mit der höchsten Schneewahrscheinlichkeit. Da kann es dann doch teilweise wirklich sehr, sehr kräftig schneien. Und da kommen dann auch einiges an Schnee vom Himmel. Und dann am Freitag kommen dann wohl neue Schneeschauer aus Nordwesten nach Deutschland reingezogen. In diesem Fall wohl NRW. Also voll im Fokus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, die gesamte Nordwest- und Westhälfte mit diesen wohl sehr, sehr kräftigen Schneeschauern. Und dann kommt auch im Flachland teilweise nur mal 1 bis 3 Zentimeter in diesem kräftigen Schneeschauer runter. Wie bei mir gestern in Krefeld, das hatte ich auch als Short gepostet. Gerade schneit hier auch in Krefeld wieder ein bisschen. Gibt gerade einen kleinen Schneeschauer, der nicht allzu kräftig ausfällt, aber es schneit halt, dass es doch mal liegen bleiben könnte. Das war's mit diesem klitzekleinen Kurzupdate. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, wir sehen uns. Haut rein und ciao.